Okay, this is now video two in what seems to be my catch-up series in the last month, Kollega, with a flurry of promo content announcing his Rentner plan, or should I say retirement. Still King Ansage. Looks like he's got something to say. Maybe we get some songs. I don't know. But stick around, guys. Watch to the end and make sure to like and subscribe so you guys can stick around and go with me through this journey of saying goodbye to the king. Let's do this. So, ich muss die Ansage jetzt machen, Nee, Leute. nee. Okay. Das ist so ein So, bisschen. jetzt müssen wir aber auch schnell diese Ansage. Ich habe da jetzt auch nicht die Zeit. Das sieht schon mal besser aus. Ja, das reicht. So. Ja. Ein schöner Romeo-Juliet-Zigarre entzünden, meine Freunde. Bro, lass das doch bitte. Das ist doch zu laut. Weil ich rede jetzt. Ja. So neigt sich also eine Ära dem Ende zu, liebe Freunde. Ihr seid's wieder, oder was? Ja, der Boss, schwermütigen Herzens, geht er dann doch am Ende. Aber nicht ohne euch nochmal ein Magnum Opus zu hinterlassen. Das ist doch völlig klar. Magnum opus, what is that? Like a massive like a finale, right? So he's like I'm out of here. It's really done, but without not without leaving you guys behind. Magnum opus, what does that mean? Sigma kam raus, Larger Than Life kam raus, als kleiner Vorgeschmack. Ihr seid doch völlig krank, Freunde, muss ich euch auch mal unter uns so sagen. Overnight sold out. Collector's Edition ist weg. Kann man nichts mehr machen. Kann ich auch nicht mehr nachproduzieren. Weil die Boxinhalte zu schön sind und die Lieferzeit zu lange ist. Aber ich will da auch noch gar nicht so viel spoilern. Sollte euch auch mal ein bisschen überraschen lassen. Oh, I'm totally getting this thing. He better send me better send me this. I ordered the Lang Lebe Asha box. I told you guys probably a couple times in other videos, and it didn't make it. They just refunded me. They refunded me, and it didn't come. So I was pretty upset about that. So Herr Boss, Mr. Kollega, please. I'm gonna buy this last box, man. Whatever. What I send it over. Aber macht euch keine Sorgen. Aber So you eins. said larger, so it's still King Collector something, and then larger than life. What is larger than life is going to be? Halte zu schön sind und die Lieferzeit zu lange ist, aber ich will da auch noch gar nicht so viel spoilern. Sollte euch auch mal ein bisschen überraschen lassen. Aber macht euch keine Sorgen. Aber eins würde ich euch ja doch schon noch mal zeigen, was in der Box, weil es ist einfach zu schön. Und zwar nach all den Jahren, liebe Freunde, es sind mittlerweile 20 Jahre Rap. Und vor 19 Jahren kam mein erstes Album. Und da bin ich echt durch Höhen und Tiefen gegangen. Ja, es fing klein an, es fing mit nichts an, mit einem 15-Euro-Mikrofon. Und irgendwann war es auf der großen Bühne. So, yeah, 19 years ago, started his, he released his first album with a 15 Euro microphone. Vor Cool. 10.000 Leuten. Und dann hängt dann irgendwann so ein Triple Gold Award an der Wand. Ewiger Rekord. Und das habe ich nicht alleine geschafft, sondern vor allem. I guess he's talking about King, right? This is mo the most successful album. Triple gold. Triple gold. What's better, gold or platinum? Oh, platinum's better. Durch euren unglaublichen Support. Über all diese Jahre. Auch wenn es mal gerade nicht so lief. Wartet dem Boss doch immer treu. Das muss man euch wirklich lassen. Haben wir diesen Gold Award mal da? Das muss man einmal hier zeigen in dem schönen Licht. Hat denn einer da? Ja, zeig mal her. Ja, das Okay. ist doch was Feines. Ja, das ist er also hier. Oh. Alle meine Alphas als Dankeschön für eure Oh, but he's giving it to himself. Loyalität und den langjährigen Support. Ja, und deswegen ist es auch an dieser Stelle für mich Zeit, mich einfach. Wait, I don't understand. What is that going to be the boxing halt? Dankeschön für eure Loyalität und den langjährigen Support. Ja, und deswegen ist es auch an dieser Stelle für mich Zeit, mich einfach mal bei euch zu Oh. bedanken.
No, it's not. Is it Florian from Typeflow.de? Kurz das Telefon, einen Moment kurz. Oh, wer ruft denn jetzt an? Oh, it's gonna be... Der? Was will der denn? Tony. Sag mal, aus welchem Zeitalter rufst du denn an? Aus 2005, Johnny. Ich hab gehört, du willst die letzte Runde drehen? Ja, ja, letzte Ehrenrunde jetzt. Tja, da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Warum, was hast du denn vor? Ein Tape. Are we get... Were we gonna get an old school tape? Ein letztes Tape. Ein Tape? Und welcher Style? Tja, Tony Style. Oh. No. Oh. Oh, I can't believe it. No way. Oh, I just remember, I saw something on Instagram with Favorite. Is Favorite gonna come in here? Das ist kein Angeber-Proll, Rap. Im Endeffekt bin ich der Gangster-Rap-King. Also spar dir deine Story. Deutschland. New York. No way. Dude, when was he here, man? He's gotta tell me this stuff so we can, you know, go hang out. Tony Style, das der Warm-up. Denn es wird auf den Streets kälter, wenn ich wieder G-Like über die Beats schlender wie Griselda. Wie Griselda. Wie. Oh my god, dude. Das wird ein heftiges Punchline-Gewitter, oder? Auf jeden Fall, ne? Tony Style, das der Warm-up. Denn es wird auf den Streets kälter, wenn ich wieder G-Like über die Beats schlender wie Griselda. Offiziell Ende 30, doch ändert dich viel. Über die Beats schlender wie Griselda? Älter sie selber, all die Jahre durch Dribbel durch Minenfelder. Keine echten Brüder wie ne Stiefschwester. Stil echter G-Rapper, zieh selbst bei Beachweather die Ski-Masker. Keine echte Brüder so wie Stiefschwester. Ein Skimasker in Beachwetter. Ja, der macht es stets mit Hilfe seiner kriminellen Nadergeld. Bitch ist süß wie Karamell. Schütte die Fahrgestell. Ich bin hier für die Damenwelt. So ein bisschen was wie Marvel hält. Verfickt nochmal die Stapelgeld. Und komm mit Punchlines, die man um die Ecke schnallt. So wie Kitty Cat im Fahrradhelm. No, Favorite. Der ist aktuelle. Wirklich zurück. Nochmal die Stapelgeld und komm mit Punchlines, die man um die Ecke schnallt. So wie Kitty Cat im Fahrradhelm. T-O-N-E, die Street schwach mich heilig. Aschkobar switch den Beat, mach ihn grimy. Gib mir erstmal eine Hi-Hat plus Tag. Nice, he said mag mich grimy, mag es grimy. Like English, grimy, dirty. Street schwach mich heilig. Aschkobar switch den Beat, mach ihn grimy. Gib mir erstmal eine Hi-Hat plus Takt. Okay, du willst das Ganze hier bisschen grimy verpackt wie Ice-T und Puck? Naja, ich hätte es eher gern NY-Style gehabt. No so wie B.I.G. und Puff? Nee, nicht so vibey, mach rough. Okay, ich weiß, was du meinst. Ich hab hier von so einer verstaubten 90s-Jazz-Live-Band-Schallplatte einen niceen Teil rausgecuttert und dir die Timestamps geschaffen. Okay, gib mir noch eine Kick, die den Scheiß begleitet wie eine Leibwächterwache. Dude, no way, dude. Ah, it's so cool, man. It's like Mobb Deep. That already sounds like a Nas track. Kattet du dir die Timestamps geschaffen? Okay, gib mir noch ne Kick, die den Scheiß begleitet wie ne Leibwächterwache und ne Snare, die so wie Thai-Hände klatscht. Vielleicht noch so nen Slide in dem Bass. Nice, das passt, pass auf, der Einstieg kommt krass. Ich spitte Lines in den Skyscraper, schatte nicht an Fackeln. Mach die Scheibe hier zackig wie ein Kreissägenblatt. Ich rockte live jede Stadt. Den Kopf hat und Platin, hab die Main Mission complete. Jetzt werden Sidequests gemacht, es ist T-O-N-E. Er bedient die Submachine Gun mit ner Filigranität, als ob grad Beethoven spielt. Kid. What? Wait, what? What? Als wäre der Sidequest gemacht. Wie, mach rough. Der hat den Submachine wie. Als Beethoven. What do you say? Ich hatte einen nice Teil rausgekattet und. Leiden im Bass. Nice, das passt. Pass auf, der Einstieg kommt krass. Ich spitte Lines in den Skyscraper. Schatte nicht an Fackeln. Mach die Scheibe hier zackig wie ein Kreissägenblatt. Ich rockte live jede Stadt. Ging dreifach Gold und Platin. Hab die Main Mission complete. Jetzt werden Sidequests gemacht. Nice, dude. He went. Oh, okay. So he went gold and platinum. He completed the main mission, and now he's gonna do some side quests.
So he's just like similar in Laid Back, das Intro von from La Dolce Vita. He says, ich mag den Scheiß noch for fun, denn ich muss hier nicht mal rappen. Laid Back, wieder laid. So he's just saying, I mean, he's like so accomplished. He's just doing this for fun. He's doing this as a side quest, as this is like the people say it's like a meme at this point. What do you say about Beethoven? Jetzt werden Sidequests gemacht, das ist T-O-N-E. Er bedient die Submachine Gun mit einer Filigranität, als ob gerade Beethoven spielt. Filigranität? Er bedient den Submachine Gun mit der Filigranität, als wäre Beethoven spielt. What? Mit einer Filigranität, als ob gerade Beethoven spielt. Filigramität? Kid. Ich mach siebenstellig Cash und ein ziemlich fetter Stack dient als Briefbeschwerer jetzt. Knappe 40 und still fresh, doch kein Siegerlächeln. Fältchen lässt den Donald erscheinen, wie zur Re-Election Campaign. Rote Wolken. Donuts. Lass den Donuts erscheinen? Doch kein Siegerlächeln. Fältchen lässt den Donald erscheinen, wie zur Re-Election Campaign. Donald Trump, obviously. Donuts erscheinen. Lass den Donuts erscheinen? I mean, if it's a Trump reference, I cannot not get this. Let's see. Donuts erscheinen. Dude, are you serious? It's not here. Lass den Donuts erscheinen. All right, someone's gotta help me then. Lass den Donuts erscheinen. Ich mach siebenstellig Cash und ein ziemlich fetter Stack dient als Briefbeschwerer jetzt. Knappe 40 und still fresh, doch kein Siegerlächeln. Fältchen lässt den Donald erscheinen, wie zur Re-Election Campaign. Rote Wolken über. Lass den what? Donald erscheinen? Skyline Tower. In der Dunkelheit erscheint die Aura. Feinde lauern, doch werden eingemauert. Rise to Power, so wie Eisenhower. Rise to Power, wie Eisenhower. What is that from? Rise to Power, the Eisenhower. I feel like this was the... Is this on a Dead Presidents? I forget what that was. Oh. Bloodstains auf einem weißen Tier. Oh my god, dude. I this is so good, man. Ich komm wie Gypsies mit Goldschmuck. Fick den Erfolgsdruck, ich bleib lässig. Auch wenn stressig wird wie ein Grizzly mit Tollwut. Mich zu dissen ist voll klug. Bald dein tristes Dasein fristen willst, sitze im Rollstuhl. In der Crowd bei meinen Gigs ist immer ein Haufen drin, weil ich eine Augenweide bin, wie so ein Baum bei Herr der Ringe. Aura eines Pimps, Power eines Kings, there's no loyalty to royalty, ich trau nur beim Instinkt. Something Baum. Fick den Erfolgsdruck, ich bleib lässig. Auch wenn stressig wird wie ein Grizzly mit Tollwut, mich zu dis. Ich bin stressig, so wie Grizzly mit Tollwut. Dann ist voll klug. Wenn du bald dein tristes Dasein fristen willst, sitze dem Rollstuhl. In der Crowd bei meinen Gigs ist immer ein Haufen Weiber drin, weil ich eine Augenweide bin, wie so ein Baum bei Herr der Ringe. Aura eines Pimps, Power eines Kings, there's no loyalty to royalty. Haufenweiberin? Aura eines Pimps, Power eines Kings, sitze dem Rollstuhl. In der Crowd bei meinen Gigs ist immer ein Haufen Weiber drin, weil ich eine Augenweide bin, wie so ein Baum bei Herr der Ringe. Aura eines Pimps, Power eines Kings, there's no loyalty to royalty, ich trau nur beim Instinkt. Dude, the piano is so sick. T-O-N-E. Düsseldorf. Rem Ost. Patrone im Knarrenlauf, der Dobermann rastet aus. Ich fahr nach Polen wegen Plutonium-Waffenkauf. Der Mond überm Plattenbau erscheint in den grauen Nächten. Herein auf die staubbedeckten, steinernen Hausflurtreppen. Ich geh raus, nachdem ich durch die Geisterstadt lauf mit Magnum. Kauer trauernd deine Frau an der Crime-Scene mit Schaumstoffdecke in der Dunkelheit. Kingstar Chronik 1, komm mit Schimmel Nummer 1. Unerwartet wie ein Sniper-Shot aus der Hecke. Who's that?
an der Crime-Scene mit Schaumstoffdecken in der Dunkelheit. Kingstar Chronik 1, komm mit Schimmel Nummer 1. Unerwartet wie ein Stern. Ist das Schimmel? Oh, no way. He's bringing the self-made crew back together. Kingstar Chronik 1, komm mit Schimmel Nummer 1. Unerwartet wie ein Sniper, schaut aus der Hecke. No way, dude. I mean, I guess it's 2005, right? It's like Mittelfinger hoch era. Wir haben euer Leben gefickt. Das ist Kollege Schimmel Kasper favorite, no, something like that. Einziger Blonder mit deutscher Power. T-O-N-E für die Front gemacht, wie heute mein Spoiler-Aufsatz, der am Royce herausragt. Amnesty Report. Meine Karriere, eine Legacy of War. Du lernst, die Straße ist ein Becken voller Haie. Erst fallen Schüsse und dann Schreie. Oh. Oh my god. That tripped me out, the sound. If you're listening to headphones, that was so weird. Haie. Erst fallen Schüsse und dann Schreie. Oof. Yeah, I don't like that. Yeah. Deine Lines und Flows sind nur peinliche Kopien. Ich vergreif mich zwar im Ton, doch klau keine Melodien. Denn ich bleib T-U-N-I. Der ist der Deutschrap-Bitch in Reiterstellung gibt. Und sie kreischen lässt wie ein Geist an Halloween. Das der Oh my god, dude. I mean, he just gets better, man. It's similar to like the, I forgot who I was talking to. I was talking to one of my friends. That's the same friend who got me into Kollega. I was talking to him about Eminem and how the Slim Shady LP 2, Slim Shady 2 LP or whatever it's called, Eminem's rhyming and just overall like wordplay has gotten even more complex, I feel like, with this album. Is like, you know, they're the same, he's 10 years younger than Eminem, Kollega, but you can hear, I it just sounds smoother. I don't know, maybe because he's just chilling out. I feel like this happened too with in La Deutsche Vita. I was saying this in my other reactions, if you guys haven't seen those, that he's like, he's really in a good place mentally, and you can kind of feel that, where he's like having a good time again, where maybe this wasn't the case immediately after the whole Zuhälter Tape Fumpf scandal, where he was like accused of stealing lines. Anyway, he's so good right now. It sounds amazing. Denn ich bleib T-U-N-I. Der ist der Deutschrap-Bitch in Reiterstellung gibt. Und sie kreischen lässt wie ein Geist an Halloween. Das ist der Scheiß für Ghetto G's. Die zugeguckst im Stress sind, die nur aufhören zu shooten, um kurz Munition zu wechseln. Die im Ghetto sind mit kugelsicheren Westen. Statt dem Heil zu Hause pudeln wohl am Esstisch ihren Blumenkohl zu fressen. Die in Jugendstrafvollzugsanstalten stecken und an den pädophilen Hurensohn erstechen. Mit nem Thunfischdosen Deckel, die mit skrupellosem Lächeln oh die verrecken lassen. Und zum Wärter sagen, dass kein Blut, das sind nur Nudelsoßen Flecken für die Ghetto. Oh, dude. No way, man. Oh, it's sauber. Sauber, Boss. Bitchen Reiterstellung gibt und sie kreischen lässt wie ein Geist an Halloween. Das ist der Scheiß für Ghetto G's. Die zugeguckst im Stress sind, die nur aufhören zu shooten, um kurz Munition zu wechseln. Die im Ghetto sind mit kugelsicheren Westen. Statt dem Heil zu Hause pudeln wohl am Esstisch ihren Blumenkohl zu fressen. Die in Jugendstrafvollzugsanstalten stecken und an den pädophilen Hurensohn erstechen. Mit nem Thunfischdosen Deckel, die mit skrupellosem Lächeln ihn verrecken lassen. Und zum Wärter sagen, dass kein Blut, das sind nur Nudelsoßen Flecken für. That is such a complicated. Oh, the rhyming is. It's insane, man. He's got two rhyme schemes going at the same time, I think. This is what Eminem does this a lot. This is what made 8 Mile such a big deal, because he had two separate rhyme schemes going on in the beginning of the line and then at the end. And they were like you call it an internal rhyme and an end rhyme at the same time, I think is what it's called. I don't correct me if I'm wrong. Es sind dubiosen Ecken, die voll Pain sind, mit mehr Blei auf den Schultern als ein Kugelstoßer Champion. Ey, oh, haltet immer den Kopf oben. In dieser kalten, bitteren postapokalyptischen Welt voll falschgesichtiger Gottlose. Alpha-Blick, Boss-Pose. Kille-Rapper mit um den Hals gewickelten Galgenstrecken in Waldgebiete der Ostzone. Walter-Klippe der Stoffhose. Salven schicken als Kostprobe. Oh. Meiner Bereitschaft zu killen, wenn ich unter der Halbmond sicher den Kopf drohe. Hallo? Yeah. Tony, was geht ab? Schiss, Mann, hier. Jo, schiss, Mann. Digga, lass dich mal wieder blicken auf der Reeperbahn. Die fragen, wo ist er, was macht er, wann kommt er, Digga? Okay, bin gleich da. Achso, was? Ja, hau rein. Ciao, ciao. Ciao.
Lauf durch die Straßen wie ein Quarterback lang. Hab den Überblick, Organigramm. Legenden wie Big Pun, der kollege Schissmann. Auf der Jagd wie ein Wissler. Nostarovje, das ist Boss Rap. Mit Rocks im Gepäck in dem Project. Wir bangen eure Mütter mit paar Sowjets. So wie früher, Jungs. Nee, so wie jetzt. Aha, nice. Wir bangen deine Mutter mit paar Sowjets. Like Soviet Russians. And then we say, naja, Sowjets. Auf der Jagd wie ein Wissler. Nostarovje, das ist Boss Rap. Mit Rocks im Gepäck in dem Project. Wir bangen eure Mütter mit paar Sowjets. So wie früher, Jungs. Nee, so wie jetzt. Oh, das ist so wie früher, Jungs. Nee, so wie jetzt. Oh, somebody wants to know how you shouldn't have fucked with. Yeah. Hey. Was that from Taxi? Früher, Jungs. Nee, so wie jetzt. I notice how you come across somebody once in a while and you shouldn't have fucked with. Yeah. Hey. Who is that? I want to say Robert De Niro from Taxi, but I'm not too sure. Yeah. All right. Hey. This beat is dark, man. This real grimy. Hey. Some grimy ish. Der Boss am Scheinen, als ob er sein eigenes Hologramm ist. Wird im Urlaub aus Versehen Herrscher eines eingeborenen Stammes, weiter Dominantes. Ey, ich rap weiter diese Lines bis sogenanntes Pimp Slapping hier als Leistungssport bekanntes. Pimp Slapping als Leistungssport bekanntes. Slapping hier als Leistungssport bekanntes. Leistungssport bekanntes. Man hat mir schon vieles nachgesagt und sicherlich habe ich auch einige Ups und Downs in meinem Leben gehabt, aber am Ende des Tages gebe ich keine Fs. Ja, da war ich manchmal ganz am Boden, aber gebe ich keine Fs. War manchmal auch ganz oben an der Spitze, aber am Ende des Tages gebe ich keine Fs. Okay. Nein, ich gebe keine Fs. Fortune and Fame, doch ich gebe keine Fs. Mordauftrag steht, doch ich gebe keine Fs. Sag mir Smoke aus und gebe keine Fs. So, jetzt pass genau auf, ich packe den Waffenlauf aus. Dann jag ich deine Atzen, zack den nächsten Plattenbau auf. Was hast du dir auch dabei gedacht, dass ich diesen Ratten vertraue? Du hast ja wohl kaum eine Lampe am Zaun, außer wenn du deinen Nachbarn einsaugst. Oh my god, this flow is monstrous, dude. And the... So is this gonna be... What is this gonna be? It's gonna be like a, like the second album? Ich übernachte am Tathaus, kann aus der Tasche, stand einfach auf. Erzeuge, nachdem ich im Platten abtauche, in Massenauflauf, in Glaskoch im Bau. Gangster in der South Bronx, der sieht abgefuckt aus. Wenn ich an der Hausfront lehne, mit der Knarre am Bau. Gangster an der South Bronx, lebe? Glaskoch im Bau. Gangster in der South Bronx, der sieht abgefuckt aus. Wenn ich an der Hausfront lehne, mit der Knarre. Oh, Gangster in der South Bronx, rede? Gangster in der South Bronx, der sieht abgefuckt aus. Wenn ich an der Hausfront lehne, mit der Knarre am Bau. Sehr gut. Ich tauch auf im Königseck. Halte vor deinem Haus im Königseck. Mache Money Rain in dein Face, ich bin Made Man und lache dich aus im Königseck. Ey, Kolle, switch mal den Beat, ich brauch einen anderen Schnack. Na gut, du hast mir auch schon mal den Gefallen gemacht. Komm, wir fangen an mit dem Bass, mach ihn dreckig und sass. Ja, und dann die Hi-Hat rattern lassen wie Ballermann, Schatz. Was für ein Sam? Nice. Okay. Wie Ballermann, Schatz. Naja, ich hätte eher an sowas wie bei Ashanti gedacht. Papa da Papp, jetzt lass mal den Quatsch, komm. Ashanti? Damn, dude. Now we're really talking 2005. Ich rewinde den Beat, wie findest du das? Hammer passt anders, krass. Okay, drück Record. Ich fahre nach Düsseldorf und hole kurz Tamerlan ab. Kurz darauf wirst du von uns zwei getreten wie ein Tandemfahrrad. Mach schnell die Kamera an, hier ist Adonis von Natur. Oh. Dude, if Asha gets enough features on here... This will be so good. Nach Düsseldorf und hole kurz Tamerlan ab. Kurz darauf wirst du... Naja, ich hätte eher an sowas wie... Winde den Beat, wie findest du das? Hammer passt anders, krass. Okay, drück Record. Ich fahre nach Düsseldorf und hole kurz Tamerlan ab. Kurz darauf wirst du von uns zwei getreten wie ein Tandemfahrrad. Mach schnell die... Zwei getreten wie... Tandemfahrrad. Tandemfahrrad. Kamera an, hier ist Adonis von Natur. Hier ist Adonis von der Tour. Ich mache einfach
Frage. Jeder macht, was ich sage. Denn jedes Wort ist Macht, was ich sage. Also macht, was ich sage und checkt. Oh my god, wait. Macht, was ich sage. Macht, was. So, like, do what I say. Guter Beat. Macht. Ich mach einfach Spaß. Ich hab eben auf der Fahrt paar Bars runtergeschrieben. Es ist Fakt, was ich sage. Jeder macht, was ich sage. Denn jedes Wort ist Macht, was ich sage. Also. Okay, so everyone does what I say. Everything that I say is powerful. Macht, was ich sage und checkt T-O-N. Das bittet wie ein abgefuckter Tag nachts in den Gassen von Harlem. Ey. Das ist ein Album für die Powerhustler, für das raue Pflaster und den dreckigen grauen Asphalt. Check, was der Mac sich ausgedacht hat, check, wie der Mac eine technische Schippe draufgepackt hat, wie ein elektrischer Schaufelbagger. Wenn es ein grauenhafter Sumpf, so wie das schottische... What do you say, elektrische Schaufelpflaster? What do you say? Was der Mac sich ausgedacht hat, check, wie der Mac eine technische Schippe draufgepackt hat, wie ein elektrischer Schaufelbagger. Schaufelbagger. Wie ein elektrischer Schaufelbagger. Allem, ey. Das ist ein Album für die Powerhustler, für das raue Pflaster und den dreckigen grauen Asphalt. Und das dreckige grauen Asphalt. Für die Powerhustler und den dreckigen grauen Jesus Christ. Und für die Powerhustler und für die dreckigen grauen Asphalt. Was der Mac sich ausgedacht hat, check wie der Mac eine technische Schippe draufgepackt hat, wie ein elektrischer Schaufelbagger. Wenn das ein grauenhafter Sumpf, so wie das schottische Hochmoor. Toxische Bubble, wie bei einer Ork-Geburt in den Grotten von Mordor. Ich rolle dein Dorfer und sorg dort für Massaker. Als Morde der Waffen nah, wie ein Warlord aus Afrika. Geboren in den 80ern, wie die Crackwelle. Wie ich feststelle, brauchst du eine Respektstelle. Kiss of Death, dude. Kiss of Death, Waffenlauf. I love it, dude. I love it, love it. In dein Maul, yo, Kiss of Death. Du hast dich verändert wie durch Crystal Meth. Also frisst den Lauf der Gun. Wann? Ja, bitte, ich jetzt. Ich mach Rapper weg per Calico-Machine Gun. Selbstzufriedener als Zeremonienpriester in einem Tempelhof in China. Bei dir Flasche ist der Wund und wie in Mexiko Tequila. Denn wenn dich die Engel holen, sieht dich dein Enkel so nie wieder. Gangsterflows für Dealer. Ich lieb wie Actionstars im Film. Jede meiner Textpassagen malt ein messerscharfes Bild. Wenn ich ne Hetzjagd starte und Snitches am Metzgerladenschild vorbei. Das nächste Asia-Restaurant verfolg und sie für die Eskapaden kill. Ich mach von jetzt an, was du willst, sagt der mit. What does that say? Dude, that's so sick that they're in like the Bronx or some shit. What? Das nächste Asia-Restaurant verfolgt und sie für die Eskapaden kill. Ich mach von jetzt an, was du willst, sagt er mit der Fresse zwischen extra scharfen Chilis auf dem Teppanyaki-Grill. Der einzige weiß. Oh, extra scharfen Chilis auf dem Teppanyaki-Grill. Nice. Der im Ghetto Dresscode auf einer West Coast Party chillt mit Selbstverständlichkeit, als wäre er Escobar himself. Nice. Oh. Tony ist back auf den Streets, lass die Glocks reden. Geh mir aus den Augen, wir kommen nicht auf einen Nenner. Auch mit eurem Popgetriller werden die Songs nicht origineller. Don wie Rockefeller, heißer Tanzerblock wie Salt and Pepper. Der Boss und der Model-Rapper tragen Glock und Donatella. Offizieller geht's nicht, jetzt ist der halbkanadische Kingback. Für Machtgehabe und Pimpsling. Dein Ansprechpartner wie ein Wingman. Aschkoba und Tony, jo, wir droppen Widersprüche. Locker aus der Hüfte wie Revolver-Duell-Schüsse. Locker aus der Hüfte wie ein Revolver in der... In der Lüfte. Heißer Tanzerblock wie Salt and Pepper. Der Boss und der Model-Rapper tragen Glock und Donatella. Offizieller geht's nicht, jetzt ist der halbkanadische Kingback. Für Machtgehabe und Pimpsling. Dein Ansprechpartner wie ein Wingman. Aschkoba und Tony. Jo, wir droppen Widersprüche. Locker aus der Hüfte wie Revolver-Duell-Schüsse. Wie Revolver-Duell-Schüsse, because Revolvers come quick off the hip, right? They're like the quick draw. Old-timey cowboy, American cowboy movies. Zutragen, Kragenweite, Maske, Schneider, stapelweise Schusswaffen in Marmor, schreibt die Schubladen. Rapper fehlt in harten Zeiten Guthaben, drum verschenke ich stapelweise. What did you just say? Marmor, Scheiben, Schublade. Streifen zutragen, Kragenweite, Maske, Schneider, stapelweise Schusswaffen in Marmor, schreibt die Oh my god, Kragenweite in der Stapelzeit. Jo, wir droppen Widersprüche. Nadelstreifen zutragen, Kragenweite. Nadelstreifen suit trage. Okay, so pinstripe suit wearing. Nadelstreifen suit trage. Maskeschneidert, of course, everything. Nadelstreifen suit tragen, Kragenweite, Maskeschneidert, stapelweise Schuss. Oh, Kragenweite, his collar. Kragenweite, or the, yeah. Collar or the neck. Kragenweite. Waffen in Marmor, schreibt die Schubladen, Rapper. In Marmor, schreibt... In a fucking marble, right? Marble drawer.
In harten Zeiten gut haben, drum verschenke ich stapelweise Zugkarten. Womit diese Naseweise stark erleichtert, hart gehypt, die Fahrt zu meinem spektakelreichen Hardcore-Life-Gig mit der Bahn bestreiten, statt zu Fuß latschen. Jubeln ekstatisch bei der Zugabe, danach muss ich weiter, der Privatjet steigt am Flughafen. Ihr könnt eurer Mom einen kleinen Gruß sagen und sie flüstert ihnen aufgeregt dazu, als würden sie ein Staatsgeheimnis zutragen. Ich bin in New York wie... Staatsgeheimnis zutragen. What? Latschen, jubeln ekstatisch bei der Zugabe. Danach muss ich weiter, der Privatjet steigt am Flughafen. Ihr könnt eurer Mom einen kleinen Gruß sagen und sie flüstert ihnen aufgeregt dazu, als würden sie ein Staatsgeheimnis zutragen. Ich bin... Du kann dein Mom ein kleines... Grüß haben? Dann kann dein Mom ein kleines... Grüß, Harte. Statisch bei der Zugabe, danach muss ich weiter, der Privatjet steigt am Flughafen. Ihr könnt eurer Mom einen kleinen Gruß sagen und sie flüstert ihnen auf... Oh, kleinen Grüß sagen. Kann dein Mom ein kleines Grüß sagen? Direkt dazu, als würden sie ein Staatsgeheimnis zutragen. Ich bin in New York wie ein Starter-Cap. Ihr im Netz auf Laberflash, wie durch gutes Hasch aus Marrakesch. Cash in den Prada-Bags, Clips in den Jeans. T-O-N-E, Big City Dreams. Benz durch die Nacht und die Skyline leuchtet den Weg. Big City Dream. Okay, Asche, Bruder. Oh my god, I totally forgot about that guy. Young Jeezy, oh my god, dude. Pass auf jetzt, bau den Beat auf so wie Opernarien. Und kommt der Tag, richtig mich Krone tragend hin. Ey, der totgesagte King, last man standing wie der Homo sapiens in Biologen-Grafiken, ey. What? Last man standing wie Homo sapiens in Biologen-Grafiken. Dude. The chart showing the evolution of man from like a fucking fish to an ape to a Homo sapien. It's a lot. Oh my god, dude. Last man standing wie die Homo sapiens in biologisch Grafiken. Dude, what? That's, oh my god, dude. It's so good. Kommt der Tag, richtig mich Krone tragend hin, ey, der totgesagte King. Last man standing wie der Homo sapiens in Biologen-Grafiken, ey. Biologen-Grafiken. Oh my god, dude. Oh my god, that is so... Das ist ein Hybrid zwischen Kreatin und Kreativität, Kollege. Oh my god, dude. Ging nie unter im Erfolgsstrudel, da heißt zusammenreißen, wie ein Wolfsrudel, Skillset, ne Goldgrube. Dude, I... Achter, letzte Audienz unter Volksjubel, still king. Dude. It's like, you think he's come up with all the lines, right, about being the best. Well, it's everything he's about. It's like how he's the best, he's the king, he's dominant, arrogant, prominent, powerful, successful, rich, famous, strong. Endless lines, man, from this guy. Und das Box ist streng limitiert. Tony Style EP. That's gonna be so much fun. That might be the best thing that comes out of that box. Let's see, how much is it? I cannot. I can't not. Ugh! 80 euros! Oh, come on, man. Ausverkauft? What? 90er. It's alright, that's too much. Let's see. Oh my god, this is gonna cost me so much. Anyway, that was fun, guys. That was fun. If you watch it to the end, you're the best.
Thank you so much, guys. Happy to be back making videos again, and I hope to see you guys in the next one. All right, so make sure you subscribe so you don't miss it, and comment down below, what are you most excited for? Is it the Still King album or the Tony Style EP? Honestly, I feel like the Tony Style EP is going to be off the gottverdammte Ketten. Kann man ehrlich sagen. Peace out, Leute. Thank you.